Nicht mehr lange und der Frühling beginnt. Die Natur wird sich verändern. Alles wird bunt. Es wird wärmer. Alles erwacht neu zum Leben. Veränderungen gehören zum Leben dazu. Es können schöne Veränderungen sein, auf die man sich freut. Manchmal können sie aber auch beängstigend sein, weil man nicht weiß, was die Zukunft bringt. In einem Lied, das ich gerne höre, heißt es: Though the season change, your love remains. Auch wenn die Zeiten sich ändern, deine Liebe bleibt. Die Rede ist hier von Gott, von dem, der immer dasselbe bleibt, obwohl sich in unserer Welt, inklusive der Natur, alles ständig verändert. Gottes Liebe bleibt, auch wenn die Zeiten sich ändern, ein neuer Job oder das erste Baby. Ein neues Schuljahr startet oder man zieht um und muss an einem neuen Wohnort wieder neue Kontakte knüpfen. Gott verändert sich in diesen Zeiten kein bisschen. Der Gott der Bibel als jemand, der alle Menschen liebt, ist für manche vielleicht kein fremder Gedanke. Ob wir es aber ganz persönlich für uns annehmen können, hängt von uns ab. Kann ich das überhaupt glauben, dass ich geliebt werde, bedingungslos geliebt, egal was in meinem Leben passiert, egal wie es mir geht, egal in welcher Lebensseason ich gerade stecke. In der Bibel kann man über Gott lesen: Du, Herr, hast am Anfang die Erde geschaffen und die Himmel in deinen Händen geformt. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden veralten wie ein Gewand. Wie einen Umhang wirst du sie zusammenrollen und wie ein Kleidungsstück sie auswechseln. Du aber bleibst der, der du bist. Und deine Jahre enden nicht. Unser Alltag hält uns oft gefangen. Wir denken ständig schon an den nächsten Schritt. Und dabei hat unser Herz oft kaum Gelegenheit mitzukommen, geschweige denn, das Alte zu verarbeiten. Man möchte irgendwie alles erfassen, was sich verändert und was auf einen zukommt. Meistens gelingt das jedoch nicht, weil wir einfach nicht in die Zukunft sehen können. Und auch, weil wir vieles vorab nicht einschätzen können. Ist dir eigentlich bewusst, was es in so einer Situation bedeutet, dass es einen Gott gibt, der dich erschaffen hat? Der dich, deine Vergangenheit, deine Gegenwart und deine Zukunft kennt? Und der sich zum Allersehnlichsten wünscht, mit dir eine Beziehung zu haben, damit du eben nicht diese Angst vor Veränderungen haben musst. Er hat selbst versprochen. Und auch in Zukunft bin ich noch derselbe Gott. Niemand reißt etwas aus meiner Hand. Was ich tun will, kann niemand verhindern. Gott hat sehr viel investiert, dass diese Beziehung zu ihm möglich ist. Du kannst es in der Bibel nachlesen. Wenn du Interesse hast, dann schick mir dir gern kostenlos und unverbindlich eine zu und gebe mir Tipps, wo du anfangen kannst zu lesen. Du kannst dich auch gern bei uns melden, wenn du mehr darüber erfahren möchtest oder Fragen hast. Wir freuen uns, von dir zu hören. Vielen Dank, dass du dir den MyInput Impuls angeschaut hast. Wenn du mehr wissen willst, geh auf unsere Website myinput.it oder folge uns auf YouTube, Facebook und Instagram.